Ein Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir schalten es ein bisschen. Nein, wir werden nicht umziehen. Der Kasten soll heute gemacht werden. Heute haben wir dann die ganze Zeit keinen Strom. Und es soll super viel stauben. Die Bank kommt gleich noch weg. Die brauche ich jetzt gerade noch wegen den Kindern. Genau, die schlafen noch. Ich mache jetzt eben Frühstück. Und dann, so. Und dann Und dann. Das ist noch früh, ich bin gerade aufgestanden, es tut mir leid. Dann bringe ich Abi zur Kita. Jamie kann dann kurz hier zu Hause bleiben. Dann kann ich mit Jamie zur Schule laufen. Da lernt er den Schulweg zu Fuß. Da wird nicht gebracht, so wie viele. Weil uns das halt super wichtig ist, die Selbstständigkeit und halt Straßenverkehr lernen. Ich habe es ja extra in der alten Heimat halt auch mit Polizisten gelernt, wie man das Kindern beibringt. Von Polizisten. Genau. Das machen wir seit klein an, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Und selber Fisch. Ja. Hier sieht es natürlich ein bisschen unordentlicher aus jetzt, weil hier sind die ganzen Sachen vom Flur gelandet. Und hier hängt noch Deko vom Geburtstag. Gestern war der Kindergeburtstag. Annelies erster Kindergeburtstag. Und jetzt kommen die Sachen dann weg. Die sind auch schon klein geworden. Also vor ein paar Tagen hatte sie ja richtig Geburtstag und halt jetzt haben wir dann Sonntag den Kindergeburtstag gehabt. Übrigens mit zwei Kindern planen ist schwierig, weil sowohl den richtigen Geburtstag als auch den Kindergeburtstag mussten wir uns aufteilen, weil wir halt zwei Kinder haben und es nicht anders machbar war. Dass halt einer mit Jamie am unterwegs ist. Es ist nun mal so, zwei Kinder, unterschiedlicher Termine, kannst du nicht anders planen. Sagen jetzt andere vielleicht, dann planen noch den Kindergeburtstag einfach an einen Tag, wo ihr beide könnt. Ja, hatten wir. Und dann kommt schon bis Termin. Naja, das hat ja geklappt. Genau, es war ein schöner, gelungener Tag. Amelie war hinter am Wein, wo ihre beste Freundin gegangen ist. genau. Ja, gerade ich Tasche gestern nicht hingeschlagen. Wenn ich dann so umschlafe. So. Okay. Ja, mein Plan ist natürlich dann heute hier aufzuräumen. Da stehen halt die Sachen vom Kindergeburtstag, vom Topf schlagen halt hier. Ne? Dann haben wir Taschen bemalt, so Baumwolltaschen mit Stiften und ja. Drüben in der Küche steht dann halt Bügeleisen. Die hatten wir. Kreisel konnte man gewinnen beim Topf schlagen. Und gebastelt haben wir natürlich auch. Das sind so Essstäbchen, weil die super stabil und dick sind. Und dann haben wir Zauberstäbe gemacht. Genau. Ja. Ich hatte mir eine Challenge gesetzt, das wissen nur die von Instagram bisher, diesen Monat jeden Tag ein Produkt online zu stellen. Dann kann man nämlich noch schreiben und man stellt einfach auf was online, was man verkauft. Verkauf läuft ganz okay, aber ich stelle nicht jeden Tag was online. Ich kriege es einfach nicht hin. Heute ist mein Plan natürlich einiges zu fotografieren. Natürlich kann ich auch was online stellen, muss ich schauen. Internet müsste eigentlich auch ausreichen, weil Internet werde ich auch nicht haben, weil Strom ja nicht da ist.
Aber mein Handy-Internet müsste eigentlich locker reichen mit meinem Vertrag. Ansonsten kann ich auch erstmal alles fotografieren. Dann gibt demnächst das Online-Stellen nämlich einfacher, weil mein Problem ist, ich schaffe es erst abends und dann ist es dunkel, dann kriege ich keine Fotos mehr hin. Genau, ich habe ganz viele Powerbanks. Der mir wohl vorbei, das habe ich ausgemacht. Ich habe ganz viele Powerbanks, wo ich dann halt Handy laden kann. Genau, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade auch wenn ich jetzt filme, dass halt mein Akku schnell weg ist. Genau. Hier hinter haben wir jetzt nicht weggeräumt, aber ich habe es abgedeckt mit einer Decke. Auf die Idee kam Kevin, damit ich nicht alles wegräumen muss. Weil es auch eine Tortur hier durch den schmalen Schlitz alles durchzuholen. Genau. Ja, Kinder frühstücken. 6.21 Uhr haben wir jetzt. Ja, ich fange jetzt an, Haushalt hier unten zu machen, weil nachher die Türen zubleiben werden. Genau, die Türen werden zubleiben. Hier diesen Schutz habe ich am Wohnzimmer hingemacht wegen Staub. Hier ist wie in der Küche. Das reicht ja, wenn ich hier zeige. Hier halt so eine Leiste dran. Genau, und da wird da nicht so viel Feinstaub reinkommen. Ich hoffe, in die Schränke wird nicht so viel kommen. Wenn nicht, habe ich halt viel zu waschen und zu putzen. Genau. Hühler will ich schon mal startklar machen. Der läuft ja sowieso nur mit Strom. Ja, und hier. Gestern habe ich es mir dann leicht gemacht, weil ich ja gestern erst alleine war. Dann gab es Piccolinis beim Kindergeburtstag. Kenne ich noch von der 90er. Da war das fast auf jeden Kindergeburtstag so gängig. Und genau. Jetzt will ich dann halt hier eben immer aufräumen, ne? Okay, haben wir fertig. Auch da hinten, alles ordentlich. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir auch 10 vor 7. Sprich, Amelie bringe ich jetzt weg. Tut mir leid, dass ich auch so atem bin. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Die müssten ja, wenn sie pünktlich sind, gleich kommen. So sieht er jetzt aus. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass die mir meine Tapete heile lassen. Weil sonst bringt es ja nichts, dass sie den Kasten hübsch machen, dass er zugeht, aber ich dann eine kaputte Wand habe. Genau. Ja, die Nägel, da hängen ja Bilder, die hänge ich wieder hin. Aber ich wollte nicht, dass die kaputt gehen. Die anderen habe ich hängen lassen. Da kann ich ja hinterher drüber wischen, ne? Genau. Dann habe ich dir noch Trinkflaschen gekauft. Ja, letzte Sprudel, was es gab im Laden. In einer kleinen Flasche. Und die letzten 3 Flaschen. Ich wollte jetzt 6 holen, aber 3 müssen jetzt auch reißen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter kommen. Bei so einer Aufgabe, ich denke mal, werden 2 bestimmt da sein, die das machen. Genau, jetzt mache ich überall Fenster zu, weil ich habe nämlich schön durchgelüftet. Genau, damit 22,5 Grad haben wir hier drin. Das ist doch völlig okay für Dachschrägen unterm Dach. Jo. Die Handwerker sind schon fleißig. Stimme gerade ein bisschen die Wand auf, damit der Kasten hier hinpasst, der neue. Ich habe mich jetzt vom Wohnzimmer nach oben verzogen, nicht nach unten. Ich habe gerade die Deko weggemacht, Ballons und so. Jetzt, wo es aber so staubig wird, nach oben, kann ich hier oben Haushalt machen. Badezimmer ist schon aufgeräumt. Jetzt bin ich im Jamieszimmer und hier ist eigentlich gar nicht so viel, außer unterm Bett ein bisschen hingestopft, was ich eben verräume. Und dann kann ich in Amelies Zimmer, da ist natürlich mehr, weil der Kindergeburtstag mehr da drüben stattgefunden hat. Und Wohnzimmer halt. Aber Wohnzimmer habe ich ja gestern schon aufgeräumt. Da stehen halt nur die Sachen vom Flo jetzt. Ja. Dann Amelies Zimmer ist ein bisschen umgeräumt worden, wieder umgestellt von dem Möbel her, weil sie das Playmobil geschenkt bekommen hat, was wir von den Nachbarskind gekauft hatten. Das waren sehr zu 2 große Playmobilhäuser. Und die stehen jetzt mitten im Raum. Und dann wurde das, was mitten im Raum war, verschoben an den Rand. Genau. Damit sie das halt von allen Seiten bespielen kann. Jo, das war ein echt guter Schnapper, weil das Haus ist echt gigantisch. Das eine. Das andere ist auch schon groß, aber nicht so groß wie das eine Haus. Ja, war ein bisschen schwierig aufzubauen.
weil ja keine Anleitung dabei ist. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben es direkt am Geburtstag aufgebaut. Ich habe gar nicht vorher mal geguckt, ob es überhaupt vollständig ist. Weil selbst wenn wir nur die Innenteile gehabt hätten und das Haus nicht, hat sich das für das Playmobil schon vom Preis gelohnt, abzukaufen. Okay, Jamies Zimmer ging schnell. Jetzt habe ich Amelies Zimmer vor mir. Habe hier auch die Wäsche stehen, die ich dann falte. Jetzt mache ich aber erstmal Zimmer ordentlich. Hier steht auch noch Karton mit ein bisschen Spielzeug, was sie geschenkt bekommen hat. Das will ich auch noch verräumen. Ich laufe mal jetzt nicht rüber, weil hier ist alles staubig. Mit der Wäsche bin ich fast fertig. Ich muss jetzt noch das machen, was ich nicht gern mache, die Socken. Ich hoffe, ihr hört mich. Der stimmt unten weiter die Wand auf. Der eine Kollege ist gerade zum anderen Auftrag gefahren. Der eine stimmt hier weiter die Wand auf. Es kommt gerade sowieso nur einer ans Loch dran von der Wand. Deshalb passt das so. Genau, jetzt war ich gerade einmal kurz unten, nach, mal so gucken wollen. Aber es kannst du gar nicht atmen da unten. Ohne Maske, also drei Viertel der Treppe ist schon bedeckt mit Staub und Staub in der Luft. Also ich kann null atmen ohne Maske. Okay, yes. Hier liegt Wäsche, zwei Wäschekörbe, Verkaufssachen, der leere Karton, Bett muss ich machen, das, was ich gerade gefalten habe. Genau. Und da liegt auch noch Wäsche. Das geht jetzt an die Arbeit. Übrigens bin ich, wie ich es geplant habe, immer noch sehr zufrieden. Das muss immer noch da hoch. Weil hier wird meine Arbeitskleidung liegen. Die liegt halt oben auf den Sachen drauf. Hier ist immer die Kleidung, die ich zwischendurch trage und halt noch gut ist. Die liegt halt immer hier. Genau, und so sieht das gerade aus. Eigentlich ganz, ganz piekfein. Sind relativ entspannt. Außer, dass ich jetzt hier stehe. Ich habe schon gut was weggestellt. Ich habe mir jetzt Verpflegung geholt. Unten tut er mir ganz schön leid mit der Wand aufstemmen. Es ist auch verdammt staubig. Ei, gucke da. Ich habe es geschafft. Ich habe es oben hingetan. Die Masken habe ich jetzt auch gerade nochmal angeboten. Übrigens ist die Kiste hier leer. Die ist leer. Ich weiß gar nicht, ob hier was drin ist. Ach ja, das waren hier die Schreibsachen. Da habe ich sogar hinten noch Spucktücher, Kostüm. Hinten habe ich Kleidungsstücke, Abschluss-T-Shirt und so ein Gedöns. Genau, hier habe ich noch leere Ordner. Dann ich habe ja auch noch Papiere liegen. Da mit bei, die ich abheften muss. Genau, da werden neue Ordner gestaltet. Einmal für YouTube ein und einmal der neue Arbeitgeber. Der alte Arbeitgeber kommt mit dem Default mit dem Arbeitgeber in einen Ordner. So ist der Stand gerade. Ich habe mit Kevin einmal telefoniert. Jo. Wie weit das ist und was ich denen gleich sage, aber ich bin einmal gucken gegangen, es war jetzt keiner da. Ich glaube, der ist einmal unten frische Luft schnappen oder im Auto. Genau. Ja, bei mir sieht es soweit ganz gut aus. Ich komme gut voran hier. Ja, unten, also ich werde richtig Spaß haben heute mit dem Staub wegmachen. Weil ich muss wegmachen. Du kannst nicht atmen und du kannst ja gar nicht durchlaufen, selbst wenn ich keine Lust habe. Ich muss es wegmachen. Aha. Also, sorry, wenn ich fast jedes Mal, wenn ich aufnehme, über den Staub spreche, aber er ist halt hier oben schon angekommen und so eine dicke Staubschicht, dass man auf das Regal, was gestern staubfrei war, weil gestern ja Kindergeburtstag war, draufgeschrieben werden kann. Ich kann Sau draufschreiben. Und zwar gut leserlich. Also es ist schon richtig dick und es ist halt dieser Feinstaub, weshalb man halt schwer Luft kriegt. Ja, Türen habe ich ja oben ja alle geschlossen gehalten, weil sobald ich eine Tür öffne, merkst du schon den Staub in der Luft.
ist echt gigantisch. Also der Hühler muss gleich auf jeden Fall arbeiten, wenn die fertig sind. Wäre schön, wenn sie jetzt schon fertig wären, damit der Hühler auch gut arbeiten kann. Jo, wird aber noch dauern. Wir haben jetzt 20 vor 12. Ich gehe von aus, dass ich die einmal nachher auch alleine lassen muss und die Kinder hole. Dass sie bis dahin nicht fertig sein werden. Ja. Okay, jetzt. Yes. Schreibtisch ist ordentlich, alles staubgewischt. Hier habe ich alles fertig. Spiegel geputzt. Genau. Drucker staubgewischt. Das ist mein Kevins Wäsche, die räumt da selber weg. Genau, jetzt bin ich Pieco Bello. Und wir haben 1:15. Kurz nach 1 muss ich los. Ich habe jetzt Mittagessen beim Bäcker geholt, bei Büsch hier. Hol jetzt Amelie ab, dann kurz nach Hause und umsteigen auf den Bollerwagen und dann holen wir Jamie, damit Amelie nicht laufen muss zur Schule. Genau, Jamie würde den Schulweg schaffen nach Hause, aber Amelie ist immer so ein bisschen fertig nach der Kita. Ja, ich freue mich, wenn ich wieder Strom habe. Ja, die Möbel muss man mal hinstellen, wenn hier sauber ist. Also, was ist sie? Der ist viel länger. Viel kaputt gegangen ist nicht hier unten, weil hier ein bisschen rausgebrochen ist. Da war ein bisschen weicher die Wand. Mal gucken, wie es aufgeht. So, hier oben ist noch ein Stück raus, Mama, aber das ist nicht so schlimm, ja? Lesen weiter. Nee, wollen wir nicht lesen. Da sind die Sicherungen, damit ich weiß, wo was gehört. Damit die Tür zugeht. Und ich gucke mal, ob Papa ist. Papa ist beim Arzt, HNO-Arzt. So, und meine Güte, ist sehen, das meine Güte, wo. Nee, mit dem Handy kommt es nicht so an. Also hier ist natürlich ganz viel, aber es ist hier überall eine Staubschicht drauf und die haben schon Staub. Ach, gefällt. Mama, guck mal so. Ja, Mama, hier kann man es besser sehen. Der ganze Müll ist drauf. Ja, den habe ich da hingelegt. Und hier sieht man es gut. Das haben wir überall, auch oben im Flur. Amelie! Und noch das! Waschbecken. Ja, aber ich kann nicht filmen, wenn ihr da steht. Da ist überall, ja. Das macht Mama weg. Und Tocker. Der ist nicht schlimm. Ja, die und jetzt unsere Schuhe. Ja, die haben auch überall. Hier kann man es natürlich auch gut sehen. Hier ist überall Film drauf. Und komplette Wand und Geländer überall einfach. Hier kann man es ganz gut sehen, weil die Kinder da lang gelaufen sind, wenn es weg ist. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe richtig viel, obwohl ich fast nur oben war, richtig viel in den Haaren. Es ist so krass, wie lange das in der Luft bleibt. Ja, der Hühler, den habe ich vorbereitet, als sie gerade hier waren und eingebaut haben. Hier habe ich alles für die Nassreinigung stehen. Da wird ja auch ein paar Mal Luftwäsche machen und so. Dann habe ich mir ein Wassereimer fertig gemacht zum Staubwischen, Nasswischen und mir ein Staubwedel gemacht, damit ich die Wände machen kann, weil mit dem Hühler, mit der kleinen Bürste wäre mir das zu aufwendig, so viel Wand abzusaugen. Ansonsten macht das nämlich auch Spaß, mit dem Hühler zu machen. genau. Was noch? Oben an der Treppe direkt habe ich mir alles hingestellt für Tiefenreinigung, weil ich den Flur ja tiefenreinigen muss und die ganzen Treppenstufen, den ganzen Teppich tiefenreinigen muss. Genau, und bei den Kaninchen kann ich euch zeigen, was echt gut war, warum ich das da hingemacht habe. So, ich komme mal näher ran. Mit dem Handy kommt das echt nicht so gut zur Geltung. So, jetzt kann, so kann man es mit dem Licht sehen. Ne? Das ist alles staubig. Und hier kann man es, ne? So. Ja, das ist eigentlich ja unser Schutz, den wir an der Wohnungstür dran haben. Den hatte ich ja jetzt hier hingemacht, damit der Feinstaub ja nicht zu den Kaninchen kommt. Das war echt top, dass ich das gemacht habe. Okay, die Wände sind mit dem Staubwedel. Hühler zum Staub putzen gerade. Dann haben wir hier
alles weg. Hier auch. Die anderen sind noch in der Badewanne. Die haben wir abgeduscht. Die haben wir abgeduscht. Genau, hier ist alles picobello. Alles geputzt. Super. Jetzt muss hier alles wieder hingestellt werden. Den hier mache ich jetzt einmal leer, neues Wasser rein, damit ich genauer gucken kann, was noch so in der Luft drin ist. Und dann wird Luftwäsche gemacht. Genau, das hier kann jetzt in den Schrank. Und Luftwäsche starte ich jetzt als erstes und dann kann alles hingestellt werden. Okay, so sieht es jetzt aus. Gut, ne? Alles wieder auch. Ne, die großen Jacken habe ich vergessen, aber hier steht alles. Die Deko weiß ich gerade nicht, wo ich sie hingestellt habe. Mal irgendwo zu mal gucken. Ansonsten, Badezimmer ist fertig. Der Handtuch habe ich auch hingegangen. Kevin ist im Treppenhaus am Wischen. Ja? Was denn? Ja. Okay. Und das war jetzt die Fußmatte draußen und die Luftwäsche. Kevin ist am Duschen. Ich mache jetzt den Hühler sauber. Arbeitskleidung habe ich mir schon hingelegt. Jetzt packe ich mir gleich noch meine Taschen hier hin. Packe ich hier immer hier neben den Schrank in die Ecke für morgens. Und dann gehe ich auch duschen. Ich bin mit Duschen fertig. Ich wollte euch noch zeigen. Ich habe gewonnen eine Fußpflege mit Salbei und Rosmarin. Das ist von Provin. Bei einer Provin-Party. Ich war auf einer Provin-Party und sie macht immer Umsatzraten. Und da darf einer in so eine Tasche greifen und dann sind da so Pröppchen drin. Und ich habe die Fußpflege bekommen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die passt perfekt für mich. Jetzt ist aber mein Fuß noch, der kränkelt. Zumindest einer von beiden in Behandlung. Deshalb kann ich sie noch nicht benutzen. Ich habe mich tierisch gefreut, weil Füße brauche ich halt, ne? Sonst komme ich ja nirgendwo hin. Genau. Jetzt mache ich mal Popo und dann auf die Couch. Ist noch Zeit für Couch? Ja, ist noch Zeit. Wir haben jetzt 8:40. Also kann ich danach auf die Couch gehen. Ja. Sehr erfolgreicher, langer Tag. Ich habe auch Rückenschmerzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.